Ich habe Anna gerade fliegen gesehen. Jetzt bin ich gerade selbst auf die Idee gekommen, dass ich spulen will. Dann müsstest du eigentlich spulen können, wüsste nicht, was dagegen sprechen würde. Ja, eben. Nee, den Gedanken werde ich sofort wieder los. Da denke ich gar nicht weiter drüber nach. Das machen wir nicht. Höre zu, während Anna mit Christoph spricht. Ja, wo sind denn die Was hin? ist los? Hallo? Wo sind die denn? Oh, wir verpassen das Gespräch. Du musst dich an mich erinnern. An etwas. Irgendetwas. Es tut mir leid, Anna. Ich versuche es. Ich versuche es wirklich. Was ist mit den Picknicks, die wir früher in den Bergen in der Nähe des schillernden Strandes gemacht haben? Oh, wir müssen gleich ein Picknick vorbereiten. Ich sehe es schon passieren. Okay, ja. Was ja? Ich erinnere mich daran, wie ich mit jemandem auf die Klippen in der Nähe des schillernden Strandes geklettert bin. Das war Anna. Ja, wir sind dauernd zusammen auf diese Klippen geklettert. Du willst doch Halt's unbedingt mit Maul. mir reden. Ich erinnere mich an alles außer an dich. Oh, das ist hart. Es tut mir leid, Anna. Dann sprechen wir mal mit ihr. Christophs Erinnerungen sind also nicht verschwunden, sie sind irgendwo da drin. Wenn wir ihn an die Dinge erinnern können, die wir früher zusammen gemacht haben, wird er sich bestimmt an alles erinnern. Das ist doch ein Versuch wert. Dann müsstest du eigentlich spulen können. Ach so, die Nachricht habe ich schon vorgelesen, lol. Mein Kopf ist so verwirrt manchmal. Ich kenne auch 99% der Charaktere in dem Spiel einfach nicht, aber Anna kenne ich, aber auch nur durch einen ehemaligen Kollegen. Will ich den Zusammenhang wissen? Will ich den Zusammenhang wissen? Warum? Okay, Christoph erinnert sich daran, dass er die Klippen in der Nähe vom schönen Strand erklommen hat. Nur nicht mit mir. Wenn wir ihm seine alten Kletterausrüstung besorgen können, wird er sich bestimmt an mehr erinnern. Als wir das letzte Mal klettern waren, ist er ausgerutscht und gestürzt. Dabei sind seine Kletterausrüstung komplett kaputt gegangen. Auch müssen wir die jetzt neu bauen? Er hatte nur ein paar Kratzer, aber wir mussten schnell weg, um einen Verband zu besorgen. Ich wette, seine Kletterausrüstung liegt immer noch am schönen Strand. Ich werde am Strand danach suchen. Ja, dann machen wir das doch. Ich versuche weitere Erinnerungen aus dem Tal zu sammeln, die ich mit Christoph geteilt habe. Irgendeine muss das in Ordnung bringen. Elsa hier drin Ja, dann aufgesaugt. laufen wir Und an ich den muss nach Hause. Strand. Es ist halt. Ich bin mit Disney halt aufgewachsen. Ne? Ich habe damals, als ich klein war, Hörbuchkassetten von Disney gehabt. Ja, ist nichts Schlimmes. Er als Vater guckt mit seiner kleinen Tochter eben auch Disney-Filme. Sehr süß. Und er mag das auch. Er ist so ein richtiger Vatermensch. Total netter Kerl. Oh, das ist cute. Oh, sowas finde ich toll. Sowas ist sehr, sehr schön zu hören. Das freut mich immer sehr. Ich versuche, meinen Freund auch so ein bisschen in die Disney-Welt zu ziehen. Das klappt so semi-gut. Ich glaube, er ist nicht so von Disney überzeugt und findet das alles ein bisschen zu kitschig und so. Ist immer auch ganz witzig, wenn wir Filme zusammenschauen. In der Regel lasse ich ihn den Film aussuchen, weil er ganz genau weiß, wenn er mir die Möglichkeit gibt, mache ich einen Disney-Film an und ich weiß, er feiert das nicht ganz so. Suche am schönen Strand nach der Ausrüstung. Machen wir. Das muss ja irgendwo, eigentlich rein theoretisch gesehen, muss sie irgendwo am Rand liegen. Deswegen lasse ich in der Regel mehr ihn aussuchen. Aber Disney-Filme sind eigentlich was sehr Schönes. Also ich bin damit groß geworden, wie gesagt. Ich hatte damals so Hörbuchkassetten davon, habe halt Kassetten zum Einschlafen gehört. Ja, es ist halt, ich habe eine sehr, sehr extreme Bindung zu Disney. Und wann immer ich mich schlecht fühle und traurig bin, ist das Erste, was ich mache, einen Disney-Film gucken. Und meistens geht es mir dann schon besser. Also es ist halt wirklich krass, was Disney auch für eine Wirkung auf mich hat. Ich mag das sehr. Meine Top 3 Disney-Filme, auch mal random Info zwischendrin, die ich auch wirklich jedem empfehlen würde, sind eindeutig Mulan, Pocahontas und Ariel. Und auch alle Teile davon. Aber nicht die Mulan-Realverfilmung und auch nicht die Ariel-Realverfilmung. Es braucht schon die richtigen Disney-Märchen. So, wir haben immer noch nichts gefunden. Aber eine neue Muschel, das ist sehr gut. Her damit. Ach, guck mal, hier hinten, in der letzten Ecke, natürlich. So, wo ist jetzt Anna? Können wir irgendwie springen? Und der mag Menschen generell. Wir sind auch immer gut klargekommen, obwohl oder weil wir so komplett gegensätzlich sind und konnten gut zusammenarbeiten. Ja, sowas ist sehr wertvoll. Also gerade so unterschiedlich sein finde ich auch sehr wertvoll. Ich finde das auch generell sehr bereichernd. Ich mag Menschen kennenzulernen, die ganz unterschiedlich zu mir sind, einfach um neue Perspektiven im Leben kennenzulernen.
Irgendwann hat er mich dann einfach Elsa genannt und ich habe gar nichts verstanden, bis er das aufgeklärt hat. Er meint, dass ich mit meiner Art das Klima senken würde. Okay, das ist krass. Hier ist sie, Christophs Kletterausrüstung. Oh, sie ist schon ziemlich kaputt. Ich glaube nicht, dass er sich an viel erinnern wird, wenn er sie sich ansieht. Vielleicht erinnert er sich an den Sturz. Ich glaube, selbst ohne magische Gedächtnislöschung würde er diesen Teil lieber vergessen. True. Vielleicht könnte ich die Kletterausrüstung reparieren, damit sie so aussieht, wie er sie in Erinnerung hat. Das würdest du. Du bist wirklich die Beste. Ich weiß. Ich glaube, ich weiß, was ich brauche, um sie zu reparieren. Ich komme wieder, wenn ich fertig bin. Sag mir bitte, wir haben alles. Sag mir bitte, wir haben alles. Och, Seile. Und Eisenbahn auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Eisenbahn zu kriegen, so schwer. Und das hat er auch komplett durchgezogen. Für ihn waren wir Anna und Elsa. Das ist so cool. Das ist so cool. Ey, wenn man so eine kollegiale Bindung zueinander hat, wie cool ist das? Okay, wir brauchen eine Eisenbahn. Danke. Seile. Was brauchen wir dafür? Fasern. Kann ich Fasern machen? Kann ich bitte Fasern machen? Wie viele Fasern brauche ich? Ich weiß es nicht mehr. Ich mache einfach 20. Ich glaube, ich brauche 8 für ein Seil. Ich bin so schlau. Okay, und jetzt die Rüstung. Och nee, das hat uns ja super viel Stoff geklaut. Was ist das denn? Mehr Baumwolle anpflanzen. Mehr Baumwolle anpflanzen. Dran denken. Erinnert mich nachher daran, wir müssen Baumwolle anpflanzen. Ich habe meine Patrouille beendet. Alles ruhig in diesem Quadranten. Also kollegiale Bindungen sind so toll. Ich mag das immer sehr, das zu hören. Das ist sehr schön. So, war sie nicht eben gerade noch hier? Wollt ihr mich verarschen? Das ist übrigens das Haus von Christoph, Anna und Olaf. Die wohnen in diesem Schloss da drinne. Und Elsa wohnt. Wo ist Elsas Zuhause? Ich weiß es nicht. Haben wir Elsas Zuhause überhaupt schon gebaut? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Aber Elsa hat eigentlich auch ein Zuhause. Egal. Ich wollte gucken, wo Anna ist. Ich versuche es mir zu merken, aber mein Gedächtnis, ja, meins ist auch nicht sonderlich gut. Alles gut. Meins funktioniert auch nicht so, wie es soll. Oder hast du vielleicht die Questline mit Anna, weil das erst noch kommt? Kann sein. I don't know. Wow, Na ich freue dann. mich so, dich zu Das sehen. sieht brandneu aus. Ja, guck mal. Kompliment bekommen. Haben wir super gemacht. Wenn ich ihm das zeige, muss er sich an mich erinnern. Ich bin mir sicher. Ich bringe das sofort zu Christoph. Ja, dann los. Müssen wir ihr Ich folgen? glaube. Müssen wir da hinterher? Okay, also gleich wieder wie ein Roboter vorlesen. Diese Bubbles sind so schlimm. Oh, hey Anna, ich habe wirklich versucht, mich an mehr zu erinnern. Das verspreche ich dir. Aber es läuft nicht sehr gut. Keine Sorge, ich habe hier etwas, das funktionieren sollte. Warum zeigst du mir alte Kletterausrüstung? Moment, das ist meine alte Kletterausrüstung. Echt? Erinnerst du dich daran? Fragezeichen. Erinnerst du dich an mich? Ich erinnere mich an ein Mädchen. Ein Ein Schurke Mädchen und mit seine roten Haaren. Reichskammer werden bald getrennt, weißt Und du? das netteste Lächeln von allen, die ich je getroffen habe. Ja, wer sonst denn? Oh, da wäre noch eine Sache. Ich erinnere mich, dass wir zusammen gelacht haben, als sie mir aufhelfen wollte, Mein nachdem ich liebes, hingefallen süßes war. Kindchen, ich brauche deine Hilfe. Du erinnerst dich daran. Du erinnerst dich wirklich. Ja, cool. Was noch? Oh, noch mehr? Und das war alles. Es tut mir leid, Anna. Ich erinnere mich an nichts anderes.
Aber hey, vielleicht könnte ich anfangen, mit diesem rothaarigen Mädchen mit dem schönen Lächeln ein paar neue Erinnerungen zu schaffen. Ja, das würde mir gefallen. Sehr sogar. Ich frage mich, wo sie ihr Eis abbauen. Erledigt. Es macht mich traurig, dass Christoph sich noch nicht an alles erinnern kann, aber er erinnert sich daran, wie er mit mir in den Bergen war. Also denke ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich werde mit Merlin sprechen. Vielleicht kann er helfen, Christophs restliche Erinnerungen zurückzubringen. Wenn Magie Christoph die Erinnerung genommen hat, braucht es vielleicht welche, um sie wiederherzustellen. Ich hatte gerade einen kompletten Brainlag. Ich habe gerade kurz nicht dran gedacht, dass ich vorlesen muss. Danke für deine Hilfe. Ich lasse es dich wissen, wenn Merlin eine Idee hat. Merlin ist, glaube ich, punkto jetzt auch der einzige Charakter, den ich auf Stufe 10 habe, den ich komplett hochgelevelt habe. Hammer. Ey, yo, Vanellope, was möchtest du? Hey, wenn ich so drüber nachdenke... Boah, das ist auch die schlimmste Stimme, die man von einem Charakter hätte auswählen können. Wenn ich so drüber nachdenke, dein Tal ist total toll, aber vielleicht fehlt etwas. Hast du kurz Zeit? Na, natürlich. Okay, also ich kann nicht glauben, dass ihr so viel Platz habt und so viele tolle Sachen, aber kein Süßigkeiten-Biom. Das ist eine süße Idee. Ich bin froh, dass du dem zustimmst. Wenn ich bleibe, müssen wir hier ein paar süßigkeitsbezogene Änderungen vornehmen. Ich mag zwar keine Rennfahrerin in Sugar Rush mehr sein, aber Süßigkeiten werde ich immer lieben. Das Wichtigste zuerst, Landschaftsgestaltung. Nimm diese Zuckerstangensamen. Ach du Scheiße. Bitte nicht. Die sehen wie normale Süßigkeiten aus. Das sind Süßigkeiten, gewissermaßen besondere, als Bäume wachsende Süßigkeiten. Du wirst schon sehen. Pflanze sie, lasse sie keimen und bring sie zu mir, wenn du fertig bist. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, ein paar mehr Sachen zu finden, die wir zum Dekorieren verwenden können. Och, nee. Warte. Das ist ein Scherz. Das ist ein absoluter Scherz. Ich muss sie jetzt pflanzen? Sehe die Zuckerstangensamen irgendwo im Tal aus. Okay, welches Biom mag ich am wenigsten? Welches ist mir egal, wenn es blöd aussieht und da sind Zuckerstangen? Wo passen Zuckerstangen am besten hin? Lichtung, sonnige Ebene, vergessene Land. Ja, ja. Ich habe den Boden noch nicht freigeschalten. Ich bin im Vollkeck. Bunte Süßigkeiten passen doch am besten in eine lila Umgebung, oder nicht? Zuckerstangen sind halt auch so langweilige Süßigkeiten. For real. Also, ich finde Zuckerstangen auch so nervig. Ey, hier oben müssen wir auch noch so viel machen, ne? Wir haben halt keinen neuen Charakter in diesem Biom bekommen. Normalerweise kriegt man, wenn man ein neues Biom aufmacht, auch einen Charakter dazu, der mit dir die Missionen durchgeht, um den Ort zu gestalten und aufzubessern. Also man hat ja quasi in jedem Ort so eine Säule. Ich weiß nur nicht, wo sie ist. Hallo? Was bist du? Warum bist du hier? Kann ich damit interagieren? Irgendwie? Nicht? Ich habe nämlich noch so einen, ich habe noch so eine lila Scherbe. Warum kann ich das nicht? Ich habe doch eine lila Scherbe. Die muss doch obvious hier hin. Okay. Ich stelle es nicht in Frage. Ach hier, genau. Oh, Erinnerung. Na, natürlich nur Geld. Also genau diese Säulen. Genau diese Säulen. Normalerweise, als dieses Dorf noch in Ordnung war, lagen in diesen Säulen Kugeln. Und jede Kugel hat eine bestimmte Emotion oder ein Gefühl oder so. Also es gibt quasi die Kugel des Vertrauens, es gibt die Kugel der Liebe oder irgendwie Zuneigung oder so. Es gibt eine Kugel der Vernunft oder irgendwie so in die Richtung. Aber immer gibt es halt verschiedene Kugeln, die halt alle eine Emotion oder ein Verhalten mit sich tragen. Und damit schaltet man die Biome quasi frei. Also damit sind die quasi wieder zugänglich für die normale Aktivität des Dorfes. Und es gibt eben das Vergessen. Das ist auch das, was so diese ganzen Dornen und sowas ins Dorf gebracht haben. Und dieses Vergessen hat quasi die ganzen Kugeln geklaut. Und man arbeitet gegen das Vergessen. Und was man mittlerweile auch schon weiß, ist, dass wir selbst das Vergessen verantwortet haben und wir von Anfang an eigentlich die Königin des Tals waren. Das hat man auch sehr spät erst erfahren, tatsächlich.
Ach nee, das schaffe ich doch wieder nicht. Nö, nö. Letzte. Nicht letzte? Wo? Ja, besser ist auch. Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Ja, es ist sehr viel Information. Es ist, also man lernt am besten über das Spiel, wenn man es halt selbst spielt und die Story selbst erlebt. Es hat halt sehr viel Inhalt. Es ist nicht normal, wie viel Inhalt das eigentlich mit sich bringt. Ich glaube, würde ich von Anfang bis Ende die komplette Storyline erzählen, die man über das Dorf bis jetzt weiß, wir würden safe so 2-3 Stunden hier sitzen. Wenn ich wirklich ausführlich bin, würden wir safe 2-3 Stunden hier sitzen. Es gibt auch in der Sammlung, in den Erinnerungen, relativ weit oben, nee. Hallo? Dann lass mich doch darüber. Ich hasse dieses Spiel. Das sind so Sachen, die buggen manchmal noch. Es gibt auch relativ weit oben, genau hier, das sind quasi die wichtigen Erinnerungen, die man sammelt. Die findet man, um Missionen zu erledigen oder kriegt Informationen dazu. Und es gibt eben auch das verlorene Tagebuch der Herrscherin, da habe ich mittlerweile auch schon 34 Seiten. Und das sind alles so Tagebuchschnipsel, womit man nach und nach so Futter hingeworfen bekommt, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert, was es womit auf sich hat und so. Es hat sehr krass viel Input. Mein Nachbar hat den Arsch offen, abends 7:30, Rasenmähen, let's go, war ja nicht schon den ganzen Tag lernen, weil das Dorf fest im Aufbau ist. Okay, das ist kacke, es ist sehr spät zum Rasenmähen, oder? Die haben heute den Autoscooter mit einem LKW angeliefert. Sehr nervig, sehr nervig, sowas ist immer sehr schlimm. Ich bin immer sehr froh, in meinem Ort gibt es einen Festplatz dafür, wo die das machen. Da hört man das halt nicht so extrem, Gott sei Dank. So, ich muss jetzt trotzdem die Zuckerstangen anpflanzen. Ich pflanze die Zuckerstangen neben dem Baum an. Vanellope soll so oder so hier einziehen. Die hat halt so ein Süßigkeitenhaus. Wie viele haben wir? 10 Stück? 3, 4, 5. 1. Ne. 2. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh nein, das wollte ich auch nicht. Mann. Einfach wieder mehr Arbeit machen als nötig. So. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches tue. Süßigkeiten anbauen jetzt. Ja, in meinem Ort gibt es etwas, was man unter Umständen als einen Dorfplatz bezeichnen könnte. Der ist leider direkt vorm Haus. Boah, das ist doch richtig schlimm. Zum Glück ist das nur alle 4 Jahre so. Ja, okay, das macht's besser. Aber das ist ja so der Dorfplatz direkt vorm Haus haben. Ich würde ja ausrasten. Gieße die Zuckersprosse und ernte sie danach. Okay, das heißt, es braucht jetzt wahrscheinlich wieder so Zuckersprossen. Das ist eine Mission. Wahrscheinlich wieder so 8 Stunden, bis die gewachsen sind. Ich sehe das Haus jetzt erst. Das war vorher noch nicht hier. Ich schwöre euch, das letzte Mal, als ich das letzte Mal gespielt habe, das gab es noch nicht. Das war nicht hier. Aber hier drin liegt doch nichts, ne? Keine Notiz, kein Zettel, kein irgendwas, eine Lampe. Hier glitzert auch nichts. Okay. Ich gehe jetzt raus. Steht jetzt ja gleich ein Charakter vor mir. Oh ja, und jedes Biom hat Tiere, die man füttern kann. Was bist du für eine Krähe? Was willst du von mir? Muss ich dir folgen? Fliegst du über mir? Warum kreist du da? Was machst du? Spielzeit ist abgesagt. Geh in Deckung. Okay.
Ich wüsste jetzt gerne. Oh, ich glaube, man hat die Zauberin, die gute Fee aus Dings hier. Aus Cinderella. Wahrscheinlich, das sehen wahrscheinlich auch der Kürbis. Das wird ihr Haus sein. Aber ich schwöre euch, das war letztes Mal noch nicht da. Sicher, dass da keiner drin ist? Irgendwie jetzt mal kurz spawnen oder so? Kann ich mich da raufsetzen? Oh, guck mal. Oh, wir kriegen sogar Energie zurück. Oh, ist das schön. Oh, das ist ja süß. Aber hier glitzert nichts. Hier glitzert gar nichts. Das ist so weird.